Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge, zum Let's Play vom Spiel Satisfactory. Ja, ich bin hier bei der Aluminiumplattenfabrik und im Livestream hat man ja gestern, also heute Sonntag, gestern war Samstag, gestern am Samstagabend gab es ja wieder einen Livestream, habe hier schon mal so ein bisschen ja, eine Bestandsaufnahme gemacht. Und habe das hier jetzt schon mal so einigermaßen angepasst. Es ist immer noch nicht ganz fertig, aber das Grobe ist schon mal vorhanden. Genau, ich gehe mal kurz hier rein. Man sieht, hier ist ein bisschen Platz. Hier sind ein paar Anlagen weggekommen. Ich habe das alles hier nochmal alles schön verkabelt. Hier um diese Steine habe ich diese Förderbänder aus rumgelegt, denn das sah vorher irgendwie nicht so gelungen aus. Beziehungsweise... Sieht immer noch nicht gelungen aus. Sekunde, machen wir schnell nochmal neu. Halt, so. Dann von da nach da, von da nach da. Ah, schon besser, schon besser. Genau, genau. Auch hier das Band geht da hinten rein. Oder da vorne rein und hier unten wieder raus. Also, ich gehe mal kurz nach oben. Ein paar Meter nach oben, habe ein bisschen Überblick. Also, hier sind 18 Manufakturen. Hier 9, da drüben 9. Und die produzieren letztendlich 540 Aluminiumplatten. 540 hört sich schon mal nicht viel an, aber wenn ich mir einen schlauen Zettel anschaue, was ich zuvor, vor Update 3 produziert hatte, hatte ich 360 produziert, jetzt 540. Okay, schon mal eine Hausnummer, mit dem kann man leben. Genau, über dieses Band hier kommen die Kupferbarren, die werden hier unten produziert, habe ich im Livestream auch schon in Produktion aufgebaut. Hier unten Aluminiumplattenfabrik Kupferbarren werden hier gemacht, die werden zu diesem Bahnhof gebracht und der Zug fährt sie dann hier rauf. Weil unten ist ein reines Kupfererzlager und ein Eisenerzlager, um mit den Gießereien zusammen, oder Gießerei, in der Gießerei kann ich die Kupferbarren und Eisen, nee, kann ich die Eisenerze und Kupfererz zu Kupferbarren machen. Genau, so ist es richtig. Und kommt dann hierauf, über diesen Zugang hier, kommen dann, kurz mal schauen, 1080, ne, hier werden 540 Aluminiumplatten produziert. Und hier kommen, über diese zwei Bänder kommen insgesamt 1080 Aluminiumbarren. Genau, dass wir da wieder richtig sind. Und das Zeug, das wird hier drin produziert. Hier habe ich alles abgerissen. Hier stehen jetzt 14 Gießereien. Sind jeweils 7 zusammengeschlossen. Sieht man auch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, genau. Die anderen 7 sind hinten alle zusammengeschlossen, geht hier raus und da vorne dann parallel zu diesem Gebäude wieder in das nächste Gebäude, in die Aluminiumplattenfabrik Endfertigung, wie es oben beim Kompass heißt. Ja, hier, das muss ich alles noch ja, irgendwie anpassen, irgendwie richtig aufteilen. Hier, die glühen schon, aber hier sind noch nichts da. Hier sind noch keine einzige Ressource da. Halt. Aluminium, Schrott, Kieselsäure. Ja, das ist das nächste Thema. Genau. Ich brauche insgesamt hier oben oder hier in diesem Gebäude, in dieser Halle, wie auch immer, brauche ich 3360 Aluminiumschrott. Das ist viel, das ist richtig viel. Aber ich brauche noch mehr, ich brauche noch 2520 Kieselsäure. 2520, absoluter Wahnsinn. Aber da gibt es eine ganz einfache Lösung, denn ich habe ja vor Update 3 zumindest 1080 Kieselsäure ja schon produziert. 1080 im Verhältnis zu 2520. Ist ungefähr das 2,5-fache. Und wenn man hier reinschaut, kann ja um das 2,5-fache ja kann ich übertakten. Also würde es theoretisch passen. Also wenn ich
da unten bei der Kieselsäurefabrik, halt hier ist die, wenn ich alles um 2,5 übertakte, dann würde es theoretisch passen. Aber da brauche ich so viele, sag schon, von diesen Übertaktungsteilen. Beziehungsweise ich schaue mal da runter, ob es alles noch funktioniert. Und ja, das ist eine kurze Fahrt für mich. Ich fahre meinen Zug. Ja, da geht eigentlich keine direkte Strecke runter. Da muss man hier vorne umdrehen und dann geht es darüber. Ja, egal. Ich gehe schon mal schnell raus. Gehe mal schnell zum Bauzug. Der ist eh hier irgendwo in der Gegend. Wo ist er denn? Bin hier bei einer Raffinerie aufgebaut, denn da wird das Rezept für den Aluminiumschrott mal ein bisschen durchgerechnet. Und ja, Katastrophe. Da muss ich noch einen Plan machen, wie das jetzt letztendlich mache. Denn, halt, ich gehe mal raus. Denn, wenn man hier das Rezept anschaut, Aluminiumschrott, wo ist der? Ich habe ein bisschen eine raue Stimme, denn gestern am Samstagabend war wirklich cooler Livestream, hat mir gut gefallen. Zwei Leute waren da, die aktiv, würde ich sagen, mal im Chat, ja, den Chat ein bisschen angefeuert haben. Aluminiumschrott haben wir hier, genau. Und da gibt es diese zwei Rezepte. Einmal hier 360 pro Minute und einmal hier 51. Standardrezept sind 360. Das ist Aluminiumoxidlösung plus Petrolkoks. Ja, Petrolkoks hat immer was mit Erdöl zu tun, also doch relativ teuer. Aber hier Aluminiumoxidlösung, braucht ein bisschen weniger und braucht Kohle. Da bekomme ich aber genau das gleiche raus. Also Wasser und Aluminiumschrott. Ja, ein bisschen weniger Aluminiumschrott. Und deswegen habe ich auch hier, gehen wir schnell rüber, einfach mal eine Raffinerie aufgebaut, hier ein Stromnetz gehangen, um zu sehen, was es jetzt hier ausmacht. Hier ist ein Rezept, das ist das Alternative. 150 Aluminiumschrott bekomme ich hier raus bei 90 pro Minute im Einsatz. Wenn ich aber umstelle auf das alte Rezept, da brauche ich 240 und bekomme 360 raus. Ja, irgendwie ein blödes Verhältnis, würde ich mal sagen. Hier ist das Verhältnis, würde ich jetzt mal pauschal sagen. Sind was der gleiche oder gemeinsame gleiche Nenner? 8 würde ich sagen, oder? Hier ist 3 mal 8, also ist hier Verhältnis 3. Nee, halt. Hier ist nicht 8, eher 4, 24, ja genau, das hat auch gestimmt, 24, also es haben hier 6 und hier sind es 9, also 6 zu 9 das Verhältnis. Wenn ich jetzt hier gehe, 6 zu 9, dann haben wir hier, welches Verhältnis haben wir hier? Oh Gott, kurz mal aufschreiben, also 6 zu 9. Und hier ist der gleiche gemeinsame Nenner, würde ich mal sagen, auch wieder 3, also 30. Und haben hier 3 zu 5, oder? Ja, 3 zu 5. So, und jetzt das Ganze auf den gleichen gemeinsamen Nenner bringen. Dann habe ich theoretisch hier ein Verhältnis 6 zu 10. Also ist das da hier besser. Bei Verhältnis 6 zu 10, also ist eine Effizienz. Hier tue ich 6 Teile reinstecken und bekomme 10 raus. Und hier tue ich 6 Teile reinstecken oder 6 Einheiten und bekomme 9 raus. Also ist das neue Rezept mit der Elektrode für den Aluminiumschrott doch besser, aber ich brauche wesentlich mehr, viel mehr Raffinerien. Ich bekomme hier 150 Aluminiumschrott bekomme ich hier raus. So, kurz den Kalkulator anschmeißen, dann haben wir das gleich ausgerechnet. Also ich brauche 3360 geteilt durch 150, wären das
22,4 Anlagen. 22,4 ist ein bisschen eine blöde Zahl, würde ich mal sagen. Also 22,4 kann nichts anfangen. Ich würde einfach mal sagen, ich gehe auf 24. Vorausgesetzt, ich habe es da richtig gerechnet. 150 bekomme ich raus pro Minute, das stimmt. 3360 geteilt, halt nochmal nachrechnen. 3360, bevor ich jetzt irgendwie einen Schwachsinn erzähle, geteilt durch 150 ist gleich 22,4. Genau. Also brauche ich hier dann 24 Raffinerien. So, jetzt ist quasi live dabei, wie ich das ausrechne. Wow. Und dann brauche ich 24 mal 90. So, 24 mal 90 ist gleich. Oh Gott. Dann brauche ich 2160 Aluminiumoxidlösung. 2160? Absoluter Wahnsinn. Aluminiumoxidlösung. Wie soll ich das abkürzen? Aluminiumoxidlösung. Genau, dann brauche ich aber noch was. Dann brauche ich 24 mal 30 Kohle. Ja, 720 Kohle. Das ist easy. Das wäre theoretisch, wenn ich genau rechne, 2, 4, 6. Ja, genau, wäre eine reine Kohlequelle dreimal übertaktet. Theoretisch 720 Kohle. Genau. Sehr gut, sehr gut. Dann wird er auch noch ein MK5-Band reichen. Beziehungsweise es hat vorher eh schon gereicht. Ja, genau, das ist schon mal ausgerechnet. Aber ich mache das Ganze ausrechnen, umrechnen, wie auch immer. Das ist mir auf jeden Fall dann offscreen. Ich habe schon geschaut. Hier in der Nähe gibt es sogar eine Kohleader oder zwei sogar. Kurz mal scannen. Einmal in diese Richtung. Irgendwo. Genau. Und eine. Halt drei gleich. Was? Sekunde, Sekunde. Hier ist eine. Direkt vor mir. Die andere ist hier und da. Also drei direkt in unmittelbarer Nachbarschaft. Ja, das muss reichen. Das muss auf jeden Fall reichen. Die werde ich dann irgendwie. Ich weiß ganz ehrlich noch nicht, wie ich das hier machen soll. Vom Platz her, ja, so viele Bäume hier. Oder bei es oben drauf, dass es irgendwie eine höhere Produktionsanlage wird. Beziehungsweise ich habe die Raffinerien, die kann ich einfach so im Boden anstellen. Da muss ich ja kein Gebäude rumbauen. Beziehungsweise das habe ich noch nie gemacht. Ja, egal, egal. Ich fahre mal runter zur Kieselsäurefabrik. So, ich bin beim ersten Miner angekommen, hier bei der Kieselsäurefabrik und reiner Kalkstein, nicht reines Kalkstein. Und ja, man sieht, der ist nicht übertaktet. Der macht jetzt schon 240 Einheiten pro Minute. In dreifacher Menge brauche ich also dreimal übertakten. Passt, sehr gut. Schauen wir kurz mal dahinter. Hier ist alles voller Kieselsäure, komplett voll. Irgendwie Nachbarn unterwegs oder irgendwelche Feinde? Nee, gerade nichts zu sehen. Hier aber schon wieder was. Ja, haha. Strommasten getroffen. Edge, Edge. Eieiei. Hey, raus aus meiner Fabrik. Wo läuft er hin? Sehr gut. Hey, komm, lass mich das Zeug dann nehmen. Ah. Halt, wo denn? Wo denn? Wo denn? Hat sie wahrscheinlich irgendwo versteckt. Licht? Nee, da ist er nicht. Egal. Das ist auf jeden Fall auch hier reines Rohquarz. Ah, da ist noch einer. Hier genauso. Ja, wo ist er denn? Hey, da bleiben. Geht doch. Den kann man jetzt hochschleudern.
Einfach eine Foundation setzen. Okay, ich schaue sie weg. Also, ich baue einfach das Ganze hier, was ich jetzt hier gebaut habe, noch dreimal, noch zweimal. Und dann hätte ich theoretisch die Menge Kieselsäure, die ich dann letztendlich auch brauche. Okay, so kompliziert ist es hier nicht. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anlagen. Hä? Warum 8? Warum habe ich nicht 9 gemacht? Ja, egal, egal. Dann sind es ja bloß 8 Anlagen. Habt ihr das Rezept, dann hat sich nicht geändert. Kurz mal nachschauen. Rohquarz und Kalkstein ergibt billige Kieselsäure. Wie das ja gleich mal betont wird. Billige Kieselsäure, sehr gut. So, kurz abwarten. Und jawohl, wird nachgefüllt, wird weiter produziert. Sehr, sehr gut. Aber ich würde sagen, das Ganze hier noch noch zweimal zu bauen, das ist ja, das was für ein Livestream, würde ich mal sagen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich das hinbauen soll. Noch zweimal. Beziehungsweise, ich muss ja irgendwie muss ich ja irgendwo hinbauen. Hier wäre theoretisch ein Platz. Dann würde das hier wegfallen. Oder ich muss es irgendwie anders da aufteilen. Ist jetzt natürlich die Frage, wie ich das mache. Hier der Miner arbeitet jetzt. Ja, ist klar. Ein bisschen was verbraten. Aber hier das Lager, oder das Lager im Cargo Terminal, wie man sieht, ist voll. Wenn nichts mehr nachströmt. Ja, ist ganz randvoll. Ja, mein Platz ist hier so ein bisschen problematisch, aber das wird schon. Ich mache jetzt mal keinen Kopf. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, hierher werde ich das Ganze bauen. Ich könnte theoretisch zwei. Ne, mache ich gleich 4 Etagen hoch. Also doppelt so hoch wie das da. 4 Etagen. Und dann werden dann, was habe ich gesagt, 2520 Kieselsäure muss ich hier produzieren. Eieiei. Ja, das wird eine Party. Aber hast du was von? Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Hier vom Bahnhof her, von der Kapazität, weiß ich nicht, ob das reicht. Ja, der ist voll, ist klar. Aber wie viel? Ne, diese Anlage produziert 1080 Einheiten pro Minute. Ich brauche das Dreifache. Ja, ne, ist zweieinhalbfache. Genau, ist zweieinhalbfache. Dreifache, das wäre schlimm. Weil dann hätte ich gar keine Ressourcen mehr. Dann muss ich extra Ressourcen herbringen. Aber zweieinhalbfache, das passt genau. Und habe sogar noch ein bisschen Reserve. Also ich produziere dann sogar mehr, als ich dann letztendlich brauche. Und der Zug, der hier reinfährt, ich sollte vielleicht extra eine Linie einrichten, ne? Ja, momentan ist ja so, der Zug der Linie 4, der steht, müsste der sein, oder? Linie 4, genau. Der Zug, da steht das hier, ist klar, weil den habe ich angehalten, weil es macht keinen Sinn, dass der rumfährt und einfach nichts abliefert oder nichts abholt. Der fährt von der Aluminiumplattenfabrik, von hier oben, fährt er, eine Sekunde, fährt hier runter, fährt daher, fährt da runter, dann macht hier eine Schleife. Ja, so eine Schleife, fährt dann hier durch, fährt dann hierher zur Kieselsäurefabrik. Ja, halt, Entschuldigung. Dann macht ihr eine Schleife, fährt hier hin zur Kupferbarrenfabrik, holt da Kupferbarren ab, vorher der Kupfererz abgeholt, dreht dann eine Schleife, fährt dann hier rauf, fährt dann hier rüber zur Kieselsäurefabrik, holt dann 3 volle Waggons ab, voller Kieselsäure, und
fährt mit den drei vollen Waggons dann hier wieder zurück und hier diese Strecke wieder nach oben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das ausreicht, wenn ich jetzt hier drei Cargo-Terminals habe, während der Zug noch nebenbei die Kupferbarren abholt. Oder ob ich jetzt vier Waggons oder vier Cargo-Terminals brauche. Ist jetzt natürlich die Frage. Was macht jetzt da mehr Sinn? Oder ich lasse die drei. Lass es einfach mal hier so wie es ist. Baue hier nochmal die zusätzliche Produktion auf. Und ja, dann sehe ich, ob es reicht oder nicht. Wenn es nicht reicht, dann muss ich fast noch einen zusätzlichen Waggon beim Zug anhängen. Wie viel ist hier drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 6, 48, also 4800 Einheiten. Aber so viel passt im Waggon nicht rein. Vorsicht, fliegen. Fliegen. Halt, ja genau, war schon richtig. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind es 9, sind es 27 und 5 sind es 32. Also 3200 Einheiten wären das pro Minute. Pro Waggon. Und es kommt auch noch drauf an, wie viel Zeit der Zug braucht, für diese Route zu fahren. Denn wenn da 3200 Einheiten in einem Waggon drin sind, mal drei Waggons, also drei Cargo Terminals, sind es 9400. 9400. 2520 Kieselsäure brauche ich. Kurz mal Kalkulator. 9000. Was habe ich gesagt? 9600 geteilt durch 2520 ist gleich 3,8. Also 3,8 Minuten würde das theoretisch reichen. Aber 3,8 Minuten ist ja gar nichts. Der Zug muss ja die Strecke nicht nur hier wieder rauffahren. Okay, rauf dauert länger wie runter, ist klar. Gar nicht so einfach. Ich würde sagen, ich mache mal einen Test. Ich probiere mal aus, wie viel Zeit der Zug der Linie 4, der Zug, hier braucht, um die Strecke zu fahren. Und ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich will das unbedingt wissen, denn nach seiner Zeit muss ich quasi hier das Ganze bauen. Ansonsten bei noch ein viertes Cargo Terminal dazu. Und dann sollte das auch passen. Also ein kleiner Cut für euch wieder, ein großer Cut für mich, wie es immer heißt. Und bis gleich. So, ich habe mal die Zeit gestoppt. Hier der Zug der Linie 4 hat für diese Route jetzt von hier oben hier runter zur Kupferbahnfabrik. Dann hier rüber zur Kieselsäurefabrik und wieder hierher genau 8 Minuten gebraucht. Ich habe ja vorher ausgerechnet, mit den Ressourcen, die der Zug dabei hat, kann diese Fabrik hier 3,8 Minuten überleben, also weniger als die Hälfte. Jetzt probiere ich folgendes: Ich lasse einfach mal hier die Kupferbahnproduktion lasse ich aus. Und der Zug fährt direkt hierher. Dazu muss ich hier, wo jetzt ein Bauzug steht, muss ich auch ein Gleis hier rüber bauen. Ja, ein paar Meter sind das. Und ja, schau dann mal auf die Uhr, wie lange der Zug dann braucht. Denn dann mache ich es einfach so. Also das wäre das Einfachste, das Allereinfachste. Ja, also wieder ein kurzer Cut für euch und ja, bis gleich. So, hi Leute, willkommen zurück. Ja, der Zug, den habe ich jetzt einmal direkt von der Aluminiumplattenfabrik von hier oben hier runter geschickt zur Kieselsäurefabrik und ja, dafür hat er 5,5 Minuten gebraucht, also 5 Minuten 30 Sekunden ziemlich genau und ist auf jeden Fall schon mal 2
1,5 Minuten schneller als die Route, wenn er jetzt hier rüberfährt und die Kupferbarre noch mitnimmt. Aber immer noch zu langsam. Ja, ich habe das Ganze gerade schon mal aufgezeigt und habe dann gesagt, ja tschüss, bis zur nächsten Folge, überleg mir da was. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, warum kommt eigentlich so wenig Kieselsäure da hinten an beim Bahnhof? Hatte man hier reingeschaut und festgestellt, das Rezept an sich wurde nicht geändert. Aber die Mengen sind viel weniger. 26,25 Einheiten pro Minute produziere ich. Mal 16 Anlagen sind keine 1080, sondern nur 420. Ich produziere 420 Kieselsäure statt 1080, also absoluter Wahnsinn. Deswegen habe ich auch diesen Miner mal hier vom Netz genommen, beziehungsweise nicht vom Netz, sondern abgestöpselt. Dieser Miner alleine versorgt jetzt diese zwei Etagen. Auch das Kalkstein, was hinten produziert wird, habe ich mal ein bisschen beschleunigt, einmal übertaktet und ja, ein schnelleres Banding gemacht. Aber wie man hier sieht, jetzt kommt wieder was und jetzt kommen wieder nichts mehr. So eine kleine Pause immer zwischendrin und das macht's aus. Schade, schade, echt schade. Ja, dann muss ich das Ganze irgendwie anders machen, denn halt, wenn man hier reinschaut, her schaut, Kieselsäure, genau, ich habe ja bisher das Rezept gehabt. Rohquarz plus Kalkstein ergibt Kieselsäure. Ja, wenn ich das Rezept jetzt nehme, Bauxit plus Wasser ergibt Aluminiumoxidlösung, die brauche ich nämlich auch noch. Glaube ich zumindest, für den Aluminiumschrott, oder? War das nicht so? Aluminiumschrott. Genau, da brauche ich die Aluminiumoxidlösung und Kohle. Dann bekomme ich wieder Wasser raus. ich weiß nicht, was die da mit ihrem Wasser haben. Und da brauche ich Wasser. Super, dann kann ich das Wasser gleich wieder einschleusen. Oder keine Ahnung, was ich mit dem Wasser mache. Entweder ich tue es wieder in den Kreislauf hineinpumpen. Ja, wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Dann ist quasi wieder recycelt. Auf jeden Fall muss ich noch mal ein bisschen was überlegen, wie ich das genau mache. Hier bekomme ich dann auch nochmal Kieselsäure raus, aber nicht so viel, wie ich dann wirklich brauche, glaube ich, oder? Kurz mal eine Raffinerie aufstellen. Was? 10 Motoren fehlen. Ja, super, super. Ja, egal, egal. Jetzt mache ich schnell offscreen und ja, würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Satter's Factory. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao.